Sie sind wegen Auschwitz in die Politik gegangen, nicht wie viele andere wegen Willy Brandt. Sie haben eine Büste von Willy Brandt hier stehen. Warum? Weil er für mich eine ganz, ganz zentrale Figur des Nachkriegsdeutschland gewesen ist und vieles von dem, was wir heute genießen, auch die Einheit Deutschlands, die Tatsache, dass wir international verankert sind, dass du fester Bestandteil des Westens, so wie das damals Willy Brandt und Egon Bahr gesagt haben, sind, dass uns Vertrauen entgegengebracht wird. Und ich glaube, oder das ist meine Erfahrung auch in der Außenpolitik, dass die wichtigste Währung der Außenpolitik ist Vertrauen. Ohne Vertrauen kann man nichts bewegen, kann sich nicht darum kümmern, dass Kriege, Krisenkonflikte eingedämmt oder verhindert werden. Und er hat mehr wie jeder andere, finde ich, dieses Vertrauen in Deutschland wieder möglich gemacht. Heute leben wir in einer Zeit, die digitalisiert ist, in der Informationen über soziale Netzwerke verbreitet werden. Und diese Zeit lebt auch von der Schnelligkeit. Und das ist sicherlich nichts, womit Willy Brandt so viel anfangen konnte. Manchmal habe ich den Eindruck, es geht eigentlich nicht mehr um die richtigen Antworten, sondern um die einfachsten Antworten. Und ich glaube, wenn Willy Brandt etwas nicht gemocht hat, sind es einfache Antworten gewesen. Und deshalb hätte er es heute in der Welt, in der heute Politik gemacht wird, so wie heute kommuniziert wird, deutlich schwerer als zu seiner Zeit. Ich glaube, es gab keinen Parteivorsitzenden neben Willy Brandt, der emotional die Mitglieder der SPD so erreicht hat. Der Mann ist ja mehr oder weniger geliebt worden. Also die Willy-Wahlkämpfe sind ja euphorische Entwicklungen gewesen. Und wenn wir heute in der SPD Mitglieder ehren, die meisten sind tatsächlich in der Zeit eingetreten, die in einem Willy-Wählen-Wahlkampf eingetreten sind. Eine solche Welle gab es nie wieder. Und deshalb, das hängt mit der Person zusammen. Und der Mann ist echt geliebt worden von den Mitgliedern seiner Partei. Und das hat so weder davor noch danach irgendjemand wieder erreicht. Na, ich habe heute eher den Eindruck, dass wir manchmal zu anspruchslos sind. Und deshalb glaube ich, dass eine Figur wie Willy Brandt, die auch in der historischen Rückschau etwas übermächtig erscheint, kein schlechter Maßstab ist. Man sollte nicht versuchen, sich mit ihm auf eine Ebene zu setzen, aber einen Anspruch zu haben, so zu wirken und einen Teil dessen, wofür Willy Brandt stand, auch in dem, was man politisch tut oder zu verantworten hat, zu machen, finde ich, ist ein guter Anspruch. Also mir ist es eher im Moment, kommt es mir eher so vor, als dass wir zu anspruchslos sind, als dass wir irgendwelche übermächtigen Überväter haben, an denen wir uns sowieso nicht messen können. Was lehrt Willy Brandt dann heute? Heute hat man den Eindruck, manchmal neigt die Politik dazu, Umfragen zu machen und nach den Umfragen ihre Positionen zu bestimmen. Etwas zugespitzt formuliert, zugegebenermaßen. Bei Willy Brandt war es genau andersrum. Er hat sich mit seiner Ostpolitik in etwa mit dem Moskauer Vertrag, mit dem Warschauer Vertrag, die dann nachher zum Grundlagenvertrag geführt haben, Dinge gemacht, die nicht von Anfang an mehrheitsfähig gewesen sind, sondern er hat um diese Mehrheitsfähigkeit gekämpft, er hat Menschen überzeugt. Und das gibt es heute vielleicht zu wenig Mut. Also auf jeden Fall brauchen wir mehr osteuropäische Initiativen und zwar auch mit Blick auf die Europäische Union, denn das, was wir zurzeit erleben, läuft ja auf eine Spaltung in West und Ost innerhalb der Europäischen Union hinaus. Und die Ostpolitik von Willy Brandt hatte das Ziel, die Aussöhnung mit unseren östlichen Nachbarn, und der Weg damals, als es den Warschauer Pakt noch gab, führte über Moskau. Deshalb auch der Moskauer Vertrag. Heute haben wir, nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist, nachdem es die Sowjetunion in der Form nicht mehr gibt, heute haben wir es mit osteuropäischen Nachbarn zu tun, die das gegenteilige Verhältnis zu Russland haben, wie damals zur Sowjetunion. Und ich finde, das muss man mit berücksichtigen, auch in einer neuen Ostpolitik. Aber mehr Initiativen mit Blick auf unsere osteuropäischen Nachbarn ist nicht nur für Deutschland historisch wichtig, sondern es ist auch für die Zukunft der Europäischen Union existenziell. Und Deutschland kann die Brücke in Europa, innerhalb der Europäischen Union zwischen Ost und West sein. Und das ist eine Rolle, die wir auch ausfüllen müssen. Das Wohlstandsversprechen oder das Gerechtigkeitsversprechen der SPD bestand immer darin, dass für die Leistung, die man erbringt, auch angemessen entlohnt oder vergütet wird und daraus Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erwächst. Sich
sich einer solchen Entwicklung zu verschreiben, ohne aber nicht auch zu sagen, dass das auch Leistung von jedem Einzelnen verlangt und abverlangt, halte ich für falsch. Und deshalb ist mir der Umgang mit dem Begriff oder dem Wort Leistung in der Sozialdemokratie oder in Teilen der Sozialdemokratie viel zu defensiv. Da kommt der sozialdemokratische Politiker zum Vorschein. Und nun wollen wir nicht vergessen, dass Willy Brandt Parteivorsitzender war. Ist das nicht auch eine Verlockung, Parteivorsitzender zu sein, um dann die Sozialdemokratie von morgen mitzuprägen? Also ich würde mal sagen, für sozialdemokratische Politiker und schon gar sozialdemokratische Spitzenpolitiker, wer auch immer sich dazu zählt, wer das nicht als eine Verlockung empfindet, der lügt oder ist am falschen Platz. Und insofern, nicht jeder, der gerne SPD-Vorsitzender werden würde, kann es werden, aber natürlich ist die sozialdemokratische Partei die einzige Partei in Deutschland, die es nie nötig hatte, ihren Namen zu ändern. Eine solche Partei zu führen, müsste eigentlich für jeden Sozialdemokraten und für jede Sozialdemokratin immer eine Verlockung sein. Und wenn ich Ihnen jetzt tief in die Augen schaue, dann die Frage wiederhole und sage, ist es auch für Sie eine Verlockung? Antworten Sie? Dann würde ich sagen, gemäß dem, was ich eben gesagt habe, da ich nicht lügen will und da ich auch nicht am falschen Platz bin, würde ich immer sagen, natürlich ist das eine Verlockung. Trotzdem würde ich nicht jedem empfehlen, der das als Verlockung empfindet, danach zu streben.